Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und heute zu einem Video, das es in FIFA 20 schon gab und das bei euch richtig gut angekommen ist. Und zwar machen wir heute eine weitere Folge der FIFA 21 Tipps und Tricks Reihe. Ich werde euch in diesem Video 5 Tipps zeigen oder vorschlagen, die euch besser machen. Seid nicht böse, falls einer von den Tipps euch nicht so zusagt oder wo ihr sagt, hey, der hilft doch gar nicht. Ich versuche nur zu allgemeine Tipps zu geben, die vielleicht schon viele anwenden, aber es gibt auch immer noch Leute, die nicht anwenden, die anwenden sollten, weil sie sonst halt einfach nicht, so schnell eine richtig gute Mannschaft hinbekommen. Da würde ich gleich mal mit dem Tipp Nummer 1 anfangen. Und zwar mit der zweiten Mannschaft. Ihr solltet so gut wie immer eine zweite Mannschaft haben. Ich mache das Ganze jetzt mal im Beispiel vom FC Arsenal. Ja, eine zweite Mannschaft ist immer sehr, sehr wichtig, weil eben die Bissigkeit dazugekommen ist und die Bissigkeit eben nur hochgeht, wenn denn die Spieler auch häufig spielen. Und da ist eben eine zweite Mannschaft immer sehr, sehr gut, denn wie gesagt, bei der Bissigkeit muss einer schon immer und immer und immer wieder spielen. Denn die Bissigkeit ist eben darum so wichtig, weil je höher die Bissigkeit ist, desto höher wird das Potenzial oder desto höher ist die Chance, dass der Spieler richtig, richtig gut sich entwickelt. Ist die Bissigkeit unter 50, so ist das Potenzial eher gering und es wird auch nicht steigen, es sinkt eher. Ist es aber über 50, dann wird das Potenzial steigen oder der Spieler wird auch seinem Potenzial gerecht und wird auch die Gesamtstärke, die bei SuFIFA eingetragen ist. Ist die Bissigkeit wahrscheinlich so über 80, 90, dauerhaft über 80, 90 so, dann wird der sicherlich eine 95, 96, 97 bekommen, denn das ist im FIFA 21 sehr, sehr OP, wenn die Bissigkeit denn sehr hoch ist. Das ist eben jetzt mit dem Beispiel von Arsenal die zweite Mannschaft. Ich habe da Nketiah, Martinelli, Willock, ich habe da Holding, Chambers, die können alle richtig, richtig gut werden mit der zweiten Mannschaft. Sie können sich richtig gut entwickeln. Dann hat die zweite Mannschaft sowie die erste Mannschaft immer wieder Spielzeit, wenn du das in dauerndem Wechsel so spielen lässt. Zwei Mannschaft die, dann wieder eins die schlechtere oder eins die schlechtere, eins die bessere, eins die schlechtere. Dann kann das richtig, richtig OP werden und alle Spieler in deinem Kader und nicht nur die in deinem ersten in der ersten Mannschaft werden dann sehr gut, sondern eben verteilt und dann hast du einfach einen richtig guten Kader und nicht nur eine richtig gute Stammformation. Der zweite Tipp ist, die richtigen Positionen anzuwenden. Wir können das Ganze jetzt mal anschauen bei dem Beispiel Xhaka und Ceballos. Tauscht du Xhaka und Ceballos, so ist Ceballos mit so einem Ausrufezeichen versehen, denn der kann zentrales defensives Mittelfeld nicht spielen und er ist ZM. Tja, Xhaka kann das schon, er ist ZM, aber manchmal steht auch bei ihm dann ein Ausrufezeichen dort. Aber bei Ceballos, der ja kein zentral defensives Mittelfeld spielen kann, steht dann ein Ausrufezeichen dort. Wenn wir den jetzt mal ins ZOM reinpackt, dann hat auch er da ein Ausrufezeichen, denn seine Stammform-Position ist halt eben das ZM. Und wenn er da spielt, dann wird die Bissigkeit höher und dann wird auch einfach die Zufriedenheit höher, also die Moral. Und je höher, wie gesagt, die Bissigkeit und die Moral, desto besser kann der Spieler natürlich sein Potenzial ausschöpfen. Und die Ausrufezeichen sorgen halt dafür, dass der Spieler nicht ganz so gut spielt. Es kann auch sein, dass er dann mal in Simulationen Fehlpässe macht, Zweikämpfe verliert, einfach vorm Tor nicht konsequent ist. Und wir wollen genau das, dass die Spieler richtig gut spielen, dass sich die Spieler entwickeln, dass sie auch in den Simulationen richtig gut sind. Und das kann eben, wenn sie auf den falschen Positionen spielen, nicht der Fall sein. Da kommen wir eben zu Tipp 3 und zwar den Positions- und Modifikationen. Ja, du kannst ja jetzt eben wieder mal seit FIFA 21 Positionen lernen lassen, also deinen Spielern lernen lassen. Willst du zum Beispiel den Ceballos dann doch im zentral-defensiven Mittelfeld spielen lassen, dann siehst du hier zentral-defensives Mittelfeld, siehst rechts oben Ende 75 Wochen. Benutzt das und stellt die Spieler nicht wie im FIFA 20 war es ja egal, da war die Moral nicht niedrig, die Bissigkeit gab es nicht und vor allem diese Ausrufezeichen gab es nicht. Nutzt das aber, es ist extra dafür hinzugekommen, falls ihr Spieler in einer anderen Position spielen wollt, dass ihr sie da spielen lässt. Also nutzt die Positions- und Modifikationen
um sie eben genau dann diese Position trainieren zu lassen. Und dazu könnt ihr auch noch gleich die Entwicklung trainieren lassen. Das machen auch sehr viele nicht. Das solltet ihr aber definitiv auch machen. Zentrales Mittelfeld, da geht eben dann die Sprintgeschwindigkeit, da wird er schneller. Da spielt er nicht allzu viele Pässe. Na klar, beim Mittelfeldspieler geht immer der Pass hoch. Aber es ist natürlich anders wie beim Spielmacher. Da geht vor allem der Pass wird immer hoch, denn du musst halt überlegen, was soll es in Ceballos werden? Soll der eher so ein zentraler Spieler werden, der jedem gute Vorlagen gibt oder das Spiel aufbaut? Oder soll das einfach ein kompletter zentraler Mittelfeldspieler werden, der alles kann, der einfach Tempo, also der Schnelligkeit hat, der passen kann, der dribbeln kann, der aber auch mit seinem Körper einfach mal in den Zweikampf gehen kann? Der nächste Punkt ist, nutzt das neue Training. Es ist hinzugekommen, benutzt nicht nur immer diese vorgegebenen Szenarien, wie ihr jetzt hier seht, da mit Nelson Holding und hier mit Tierney Xhaka, William Saka, da kann man auch einfach das Ganze, wie ihr seht, Übungen wechseln. Denn es in FIFA 20 gab es ja immer so, man konnte 5 Spieler trainieren und jetzt habt ihr 3-mal so etwas zur Verfügung, wo 5 Spieler mindestens trainiert werden könnten. Und ihr könnt sie dann, wenn ihr zum Beispiel Übungen wechseln, könnt ihr einfach so ein eigenes Ding hinzufügen. Hier zum Beispiel Weitschussübung, dann nutzt ihr das. Und dann könnt ihr hier die Spieler anpassen, die da dabei sein sollten. Wollt ihr keinen David Luiz, entfernt der David Luiz. Wollt ihr vielleicht dann doch auch keinen Bellerin, weil der ist der Verteidiger. Warum soll der Schussübungen machen, entfernt ihr den. Und ihr könnt ja hier eben dann die Leute auswählen, die das Ganze machen sollten. Bellerin zum Beispiel nicht, dann entfernt er den wieder. Ceballos soll es lernen, weil der soll ja jetzt auch schießen können. Dann könnt ihr das Ganze easy machen. Ihr könnt dann natürlich noch in der Bank die ganzen Leute das lernen lassen und auch in der Reserve. Nutzt das Ganze, es ist extra dafür reingemacht worden. Macht eure eigenen kleinen Trainingseinheiten und macht nicht immer nur die vorgegebenen, denn genau deswegen ist es reingekommen. Du kannst 3x5 Spieler, also 15 Spieler gleichzeitig trainieren. Mit diesen Werten, die ihr wollt, die trainiert werden. Das machen viele nicht und das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, denn ich habe es auch am Anfang nicht gemacht, mache das mittlerweile aber auch, weil es eben dann zum Beispiel, wenn ihr sagt, Aubameyang muss unbedingt besser im Schießen werden, weil der hat viel zu viele Chancen übrig gelassen, dann trainiert er genau den Wert, den ihr wollt. Aber wenn er jetzt so vorgegeben wird, dann trainiert er vielleicht keinen Schuss, vielleicht trainiert er dann einfach die Physik, dass er besser in Zweikämpfe reingehen kann. Und das wollt ihr vielleicht auch gar nicht, weil der muss das nicht, der ist ja Flügelspieler, der soll einfach über außen kommen und dann einfach mal einen schönen strammen Schuss aufs Tor ablassen. Und der letzte Punkt ist, nutzt die neuen Simulationen. Am Anfang haben die sie so alle benutzt, aber mittlerweile verlieren die auch teilweise ein Interesse und viele machen dann nur noch die Schnellsimulation, die es eben hier gibt. Und in dem Fall habe ich zwar 4-0 gewonnen, aber nutzt die neuen Simulationen, vor allem gegen Top-Teams. Es ist jetzt in FIFA 21 so, dass auch schwächere Mannschaften gegen stärkere Mannschaften gewinnen. Also nutzt nicht nur die Schnellsimulation, sondern auch die neuen Simulationen, wo ihr immer eingreifen könnt. Ich stehe 2-0 für den Gegner, dann ändert ihr die Taktik, die Formation und macht das Ganze etwas offensiver. Und auf einmal führt ihr 3-2. Das kann bei so einer Schnellsimulation nicht passieren, denn da verändert sich nichts, da verändert auch der automatische Trainer nichts. Da wird dann random gewechselt. Ihr könnt natürlich jetzt eben auch mit den neuen Simulationen einfach mal Talente mit auf die Bank packen und dann in der 80. einwechseln oder so. Und das macht der automatische Trainer natürlich nicht immer oder so gut wie nie, denn der will die besseren Spiele eher bringen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen zum Beispiel Talente immer mehr wachsen lassen. Es gibt jetzt auch die Fußballschule, die schon vorgegeben ist, wo irgendwie so 5-6 Talente drin sind, die ihr gleich mal rausziehen könnt und dann spielen lassen könnt. Wir wollen, dass sie spielen und nicht irgendwelche random Spieler. Nutzt definitiv die neuen Simulationen. Sie sind sehr wichtig, weil ihr einfach Spiele viel eher drängen könnt als in Schnellsimulationen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Falls ihr von diesen 5 Tipps 3 schon wirklich ausführt und 2, die, wo ihr sagt, die helfen nicht, dann könnt ihr uns gern konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben, aber nicht so wie beim letzten Video, dass er teilweise schon, mit ein paar Kommentaren aufgefallen ist, die ganz schön komisch sind, wie die Stimme nervt. Da denke ich mir so, ja, Bro, aber dann schau dir halt das Video nicht an, so, wenn die Stimme nervt. Also, I don't know, egal. Lassen wir das.
Lasst definitiv ein Like und ein Abo da, falls ihr das natürlich noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.